1000 für den Imperator. Der YouTube-Kanal. In Kooperation mit Games Island. Hallo und herzlich willkommen zu 1000 für den Imperator. Ich bin Kevin und das hier ist ein Why is it cool? Gregor ist zwar nicht da, dafür bin ich da und ich erzähle euch heute, warum die neuen Modelle der Leagues of Votan echt cool sind. Ihr habt vielleicht mein Short gesehen, wo ich mir ein Farbschema überlege, wie wir unsere Squads oder Leagues of Votan der neuen Box gerne anmalen wollen. Und ich habe mich bereit erklärt, die beiden Charaktermodelle zu bemalen. Ihr seht es im Hintergrund, wie ich den Karl aus der Box bemale. Man kann ihn auch anders aufbauen, dann wird er ein namhaftes Charaktermodell. Ich glaube, Uther, der Destint oder so. Aber wir haben gedacht, wir bauen lieber einen generischen Karl. Ich glaube, so eine Art Captain der Squads vielleicht. Ist ja auch egal. Naja, jedenfalls möchte ich euch gerne erzählen, warum ich denke, nachdem ich jetzt diesen Karl hier bemalt habe, warum ich denke, dass die Modelle echt, echt cool sind. Erst dachte ich, nicht so geil. Die Artworks haben mich nicht so richtig abgeholt. Aber nachdem ich die Modelle jetzt selber in der Hand hatte und dieses Modell hier bemalt habe, muss ich echt sagen, mir gefallen die Modelle bombastisch gut. Und warum das so ist, das möchte ich euch jetzt in den nächsten 12 Minuten in Ruhe erzählen. Zum einen ist es natürlich so, dass wir gerade in einer sehr außergewöhnlichen Situation sind, dass Games Workshop eine komplett neue Fraktion released hat. Es ist ja selten, dass so was komplett Neues erscheint. Ne? Wir haben das in den letzten Jahren ein paar Mal erlebt. Zum Beispiel mit den Genestealer-Cults, wobei das auch eine Neuauflage von sehr alten Modellen war aus Rogue Trader-Zeiten, genauso wie jetzt mit den Leagues of Votan oder vielleicht den Skitarii etc. Aber trotzdem passiert halt nicht so häufig, insbesondere bei 40k, bei Age of Sigmar natürlich öfters mal. Aber dass wir die Gelegenheit haben, eine komplett neue Range zu entdecken und dabei zu sein, wie sie rauskommt, ist so ja schon mal irgendwie alleine was Geiles und sich von diesem Hype ein bisschen tragen zu lassen und ein bisschen mitfiebern zu können alleine, ist, denke ich, was ziemlich Cooles, was man ruhig auch mal genießen kann als Hobbyisten. Bei den Designs, finde ich, hat Games Workshop was echt Faszinierendes geschafft. Denn die Modelle sind ganz, ganz offensichtlich 40k. Wenn ich so einen Squad anschaue, dann sind ganz viele kleine Designelemente drin, wo ich denke, es ist offensichtlich Warhammer 40.000 und es ist offensichtlich Imperium oder Artverwandt. Jedoch trotzdem haben sie es geschafft, designmäßig irgendwie eine Nische zu finden, sodass es aussieht und sich anfühlt wie eine eigene Fraktion. Wir haben vom Design her Anknüpfungen an, ich nenne es mal, andere Hochtechnologierassen, sowohl im Lore-Kontext sozusagen temporär, kontemporär, aber auch im Lore-Kontext historisch betrachtet. Ich finde, sie haben es echt cool hingekriegt, so eine schöne Mischung zu finden zwischen Anspielungen an zum Beispiel die Men of Iron. Da gibt es ja zum Beispiel auch das eine Modell in der Blackstone Fortress Box, wo dieser in Anführungszeichen imperiale Roboter UR-25 rumläuft. Da zum Beispiel Designelemente wieder aufzugreifen, das so ein bisschen Hinweis darauf gibt, dass die Leagues of Votan irgendwie offensichtlich mit den Men of Iron zusammenhängen. Und aber auch zum Beispiel das Design der Castellan Robots wieder so ein bisschen aufzugreifen, ne? Zum Beispiel mit diesen Kuppelhelmen oder die Art, wie die Rüstung gestaltet ist. Das heißt, auch hier haben wir visuell, loremäßig eine Verknüpfung zu, ich sag mal so, Konzept STC, Design,
dass die Leagues of Votan und aber auch das Mechanikum etc. da irgendwie gemeinsame Wurzeln haben, aber trotzdem sieht es offensichtlich irgendwie nochmal nach eigener Fraktion aus. Ebenfalls finde ich, wo man so ein bisschen ein Gefühl hat dafür, dass es da auch Anknüpfungspunkte hat, ist, finde ich, tatsächlich zu Tau-Modellen. Die Modelle sehen halt auf eine ähnliche Art so hochtechnologisch aus, sodass man auch da ganz gut nachvollziehen kann, finde ich, dass es da jetzt loremäßig offensichtlich Verknüpfungen gibt zu den Tau. Dass irgendwie, ich glaube, die Leagues of Votan haben den Tau irgendwelche Waffentechnologien verkauft. Aber das ist sicherlich auch nochmal ein eigenes Video wert. Und aber auch bezogen auf, ich glaube, House Orlok heißen die, bei Necromunda, diese Hochtechnologie-Fraktion, die ebenfalls so einen STC-Template-Maschine, wie heißt das denn? Naja, ihr wisst, was ich meine, rumstehen haben. Sodass auch da so ein bisschen eine visuelle Ähnlichkeit ist. Insgesamt, finde ich, führt das dazu, dass die Modelle und die kompletten Design, die ganze Range, das schreit unfassbar nach Science-Fiction. Und zwar nach sehr viel, sagen wir mal, modernerer Science-Fiction als das typische Grimdark. Es ist schon fast gar nicht mehr so richtig Grimdark, weil die Modelle alle so ein bisschen technologisch aussehen. Trotzdem halt offensichtlich Warhammer 40k. Beim Malen habe ich teilweise fast ein bisschen gedacht, dass es mich an Infinity-Modelle erinnert. So von einer Designsprache, dass es so ein bisschen mehr clean futuristisch ist. Aber halt offensichtlich Warhammer 40k. Und da, finde ich, haben die Designer einen echt coolen Job gemacht. Auch etwas, was ich finde, was auf den Boxart-Promos, auf den Bildern, die man so im Internet sieht etc. überhaupt nicht so gut rauskommt, ist zum einen, wie klein die Modelle sind im Vergleich zu anderen Modellen. Klar haben wir immer so ein bisschen Scale-Creep drin, wenn man jetzt denkt, das sind Zwerge, können sie sicherlich noch kleiner sein. Aber auch wenn ich die sozusagen Fuß zu Fuß neben einen Imperial Guardsman stelle, dann wirken die Modelle trotzdem klein. Und sehr erstaunlich, der Formfaktor, also ich sag mal, das Verhältnis von Höhe zu Breite zu Tiefe, erinnert einen echt unfassbar an Zwerge. Als ich diese beiden Charaktermodelle gebaut habe und so ein bisschen in der Hand hatte und man diese 3D-Wirkung, die halt ja nur ein Modell rüberbringen kann, so ein bisschen gefühlt habe, ich habe echt das Gefühl, ja, das ist offensichtlich ein Science-Fiction-Zwerg. Und zwar aber ohne, dass es halt irgendwie so offensichtlich klischeehaft nach Zwerg schreit. Trotzdem werden halt so ein paar klassisch zwergenhafte Themen wieder irgendwie aufgegriffen, aber ohne, dass das total, ja, penetrant irgendwie wäre. Zum einen, was ich total cool finde, ist, dass zwei Arten von Waffen häufiger auftreten, und zwar zum einen ein Hammer. Der Hammer von dem Einhier-Champion sieht unfassbar badass aus. Und aber auch, dass es öfters eine Energieaxt, sag ich mal, als Waffenoption zur Auswahl gibt. Und hier halt zum Beispiel haben sie es halt auch geschafft. Das Ganze sieht halt nach einer coolen Zwergenaxt aus. Offensichtlich nicht irgendwie Kornberserker-Axt, sondern halt klassisch imperiale Technologie, aber halt schön, nett, einzigartig. Insgesamt, außerdem, finde ich, schreien die Modelle total nach Bergbautechnologie, nach Science-Fiction-Bergbautechnologie. Und ich finde es total spannend, dass das so ein bisschen rauskommt aus den Modellen, weil es ja de facto nichts gibt, was das offensichtlich machen würde. Außer so ein bisschen hier der, in Anführungszeichen, Tactical Rock von dem Karl, sieht so ein bisschen, so ein bisschen nach irgendwie Bergbau, Mine, Felsen aus vielleicht. Aber ansonsten gibt es ja nichts, was irgendwie, ne, mit Picke und Lore oder so. Trotzdem habe ich das Gefühl, die Modelle schreien total nach Bergbau. Interessanterweise gibt es ja eine Bergbaufraktion in 40k, und zwar die Gene Stealer Cults. Die bedienen aber visuell eine total andere Nische. Auch interessant an dieser Stelle, egal
wen man irgendwie guckt auf Instagram etc. Alle Leute bemalen ihr Schema irgendwie in einer Form orange. Und ich jetzt auch. Ich habe mich natürlich ein bisschen inspirieren lassen. Ich habe rumgeguckt, was gibt es so, was gab es schon für digitale Recolors von den bestehenden Schemen etc. Und jeder und sein Hund malt die Squads irgendwie orange an. Darren Latham, einer der obersten Designer bei Games Workshop, hat jetzt sogar in der offenen Kategorie einen Golden Demon damit gewonnen, dass er im Prinzip dieses Modell hier aber als der Charakter, als das namhafte Charaktermodell, er hat eine komplett orange Rüstung gemalt. Und das finde ich insofern auch cool, also zum einen irgendwie total spannend, dass die Modelle scheinbar danach schreien, in einer bestimmten Farbe bemalt zu werden. Und finde ich insofern auch cool, dass halt Orange insgesamt noch eine wenig, sagen wir mal, besetzte Farbe ist. Es gibt wenig Fraktionen in 40k, die irgendwie offensichtlich sagen würden, Orange, das ist unsere Farbe. Und ich habe das Gefühl, die Leagues of Votan werden das so ein bisschen einnehmen. Diesen Spot in der Farbrange. Einen anderen Punkt, auf den ich noch eingehen möchte, ist, dass ich finde, dass die Modelle so ein bisschen tatsächlich und ja auch die ganze Fraktion ein bisschen widerspiegeln, was bei uns gesellschaftlich gerade vonstatten geht. Und zwar finde ich den gesellschaftlichen Wandel, den wir so ein bisschen durchmachen, dahin, dass irgendwie alles moderner, futuristischer, technologisierter wird, den zeigen diese Modelle irgendwie, finde ich ganz cool. Denn in dieses Setting des ja, stagnierenden, insbesondere auch technologisch stagnierenden 40k-Universums tritt jetzt eine Fraktion auf den Plan, die lore-technisch, aber jetzt auch designtechnisch was ganz Neues reinbringt. Und das spiegelt sich, finde ich, hier in den Designs total gut wider. Zum einen halt, ne, dass wir auch uns als Gesellschaft mit Themen wie künstlicher Intelligenz in den nächsten Jahren sehr viel beschäftigen werden müssen. Aber dass jetzt genau das auch das Lore im 40k-Universum tun werden muss. Ich bin sehr gespannt, wie Konflikte zwischen dem Mechanikum und dem Verbot von künstlicher Intelligenz mit dem jetzt Auftreten von offensichtlich künstlichen Intelligenzen bei den Leagues of Votan, wie sich das ausspielen wird. Und das wird etwas sein, was auch wir als Gesellschaft ausdiskutieren werden müssen. Genauso damit, dass hier jetzt so super futuristisch moderne Designs das auch optisch widerspiegeln und gefühlt ebenso moderne futuristische Designs ja tatsächlich bei uns in unserer Gesellschaft Realität werden. Wenn man sich einfach nur mal anschaut, was irgendwie Tesla und Co. für Fahrzeugdesigns auf den Markt bringen, finde ich sehr spannend zu sehen, dass diese Widerspiegelung von Zeitgeist und was beschäftigt uns als Gesellschaft, dass das auf dem Tabletop so wiedergegeben wird. Außerdem möchte ich insgesamt noch sagen, Games Workshop macht einfach die besten Plastikmodelle. Punkt. Ich möchte nochmal sagen, die Modelle, wenn man sie in der Hand hat und wenn man sie bemalt, die wirken in echt nochmal besser als auf den Bildern. Die 3D-Dynamik, die sie verströmen, ist wirklich, wirklich gut gemacht. Die Posen, die die Modelle haben, sind alle glaubhaft, sehr dynamisch trotzdem. Bei diesem Modell hier jetzt ist mir besonders aufgefallen, man merkt gar nicht, wie klein das Modell an sich ist, weil es auf einem so großen Fels steht. Plus, wir haben dieses Designelement, was noch einmal so über den Kopf drüber geht. Ich glaube, das ist im Lore irgendwie so eine Art Schildgenerator oder so. Sodass das Modell künstlich vergrößert wird. Aber wenn man sich das alles mal wegdenkt, dann ist das Modell echt klein. Und trotzdem wirkt es halt offensichtlich wie ein geiler, imposanter Charakter.
Und trotz der physikalischen kleinen Größe hat der Karl hier, glaube ich, keine Notwendigkeit, sich irgendwie vor einem Space Marine optisch verstecken zu müssen. Das waren die Gründe, warum ich die neuen Leaks of Votan Modelle super, super cool finde. Erzählt mir doch mal gerne in den Kommentaren, zum einen, wie hat euch dieses Format gefallen, ein bisschen was erzählt zu bekommen und im Hintergrund ein bisschen visuell etwas präsentiert zu kriegen. Wenn ihr gerne zu irgendetwas, was ich da im Hintergrund gemacht habe, mehr wissen wollt, schreibt mir das gerne in die Kommentare. Und mich würde interessieren, werdet ihr eure Leaks of Votan ebenfalls orange bemalen? Oder habt ihr ein ganz anderes Farbschema im Sinn? Oder sagt ihr, interessiert mich überhaupt nicht? Gerne alles unten in die Kommentare. Macht's gut und bis bald.